Our defense forces. Our enemies are approaching from the western shore landing site. They must not be allowed to enter the fortress. Repel the invaders, and you will be duly rewarded. Fail, and your lives are forfeit. That is all. This is all. Das war's. Wir spielen wieder den Techniker, Vorhutretter und den Infiltrator lassen wir mal aus. Ihr könnt ja den selber probieren. Die haben gute Fertigkeiten. Ab und zu ist man sneaky und man hat auch noch viel Damage. Ich habe die Waffe modifiziert. Ihr seht, ich habe noch einen Skin draufgepackt von den Tournaments freigeschaltet aus den Kisten. Und wir sind diesmal in Verteidigungsmodus. Das heißt, wir verteidigen die Plattformen. Ihr habt die Karten gesehen, beziehungsweise die Flächen, die wir verteidigen müssen. Und wir nehmen erst sozusagen Stellung bei der ersten Fläche. Jeder Schuss muss sitzen, sonst verschwenden wir Munition und alles andere. Der Erfahrungsbalken steigt nicht auf. Ist sozusagen Verschwendung und wir können nichts damit anfangen. Ja, also müssen wir so nah wie möglich ran und so viel mitnehmen, wie wir können. Eine Kiste können wir droppen. Ihr seht, ich treffe 0. Okay, gegen Panzer. Ja. Kann ich? Das mal hier. Yeah. Schlechte Position. Aber die sehe ich nicht. Oder doch? Ich habe festgestellt, je länger man an die geht, umso mehr Schaden macht man. Das heißt, die Blindgänger sind sozusagen weniger wert. Machen weniger Schaden. Eine Nachricht ist gekommen, tut mir leid, das kann man vielleicht hören. Diese Summen habe nicht abgeschaltet. Oh, wir stehen hier richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, was wie vorne aussieht, sehen wir, aber was hinter mir ist. Ja, erstmal hier safen. Okay, hier gibt es einen. So, hier laufen sie den Berg hoch. Und wir versuchen sie abzufangen. Und hier auf dem Berg stehen meistens die da oben. Sniper oder beziehungsweise die haben ihr schon. Können wir den holen, oder? Sollen wir den? Oder? Zu gefährlich. Der hatte auch ein Snipergewehr. So, die zweite Fähigkeit übrigens, die habe ich ja nicht erwähnt. Die ist sozusagen Modifizierung, gibt es noch extra Erweiterungen für die Waffe und 70 Schuss extra. Liegt das schon? Ja. Sah nur so aus, als hätte ich ihn gebracht, geht aber nicht. Also ab und zu mal sieht es immer so aus, vielleicht sind es NPCs, dass die Leute gleich sterben. Vielleicht ist es auch so eingestellt, vielleicht kann man da was einstellen. Aber wir laufen jetzt gerade munitionstechnisch mit 65 Schuss leer. Wir bräuchten was. Okay, war schlecht. Keine Granaten. Jawohl. Okay, jetzt. Munitionskiste. Ja, die werden da oben verteidigen und wir nehmen alles hier mit. 15 Kills. Wie gesagt, ich habe schon mal 70... 100 Kills gesehen, waren aber richtig, richtig schwierige Kämpfe. Ja, es ist auch alles zeitlich begrenzt. Die haben auch eine gewisse Zeitspanne. Oder steht. Okay. Ist ein Bug. Der steht einfach hinter Licht. Boom. 20 Abschüsse. Gibt's hier noch? Ja, die liegen. Hier rechts ist eine Kiste.
Können wir die holen, sagen wir. Weil ich bräuchte. Jawohl. Und wieder zurück. Also von dieser Position sind wir echt gut aufgehoben. Ja, die Leute wissen, da kriegen sie auf die Schnauze. Und deswegen laufen sie hier durch. Komm. Cover me. Reloading. Wow, wie ist denn der hingefallen? So, und wir können wieder Turm aufstellen. Hier. Ist gut. Jetzt schauen wir auf die andere Seite. Ja. 25 Abschlüsse. Abschüsse. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Geschütz, das wir aufstellen, effektiv gegen Panzerfahrzeuge sind. Irgendwie kriege ich jetzt Kopfschuss. Ja, die laufen alle rein. Okay, Munition. Wow, das ist knapp. Knapp. Da hat er probiert, dann aufzuheben. So, Kiste. Genau, wir müssen auch schauen, dass bei unserer Fahne die Fahne, also es wird bei der Fahne immer angezeigt, wie viel Spieler wir in der Zone haben, die wir verteidigen und wie viele Gegner. Oh, Sniper. Hat er nichts gebracht. Hier können wir nicht an den Köpfen vorbei. 34 Kills. Sieht stabil aus. Ja. Also die gehen alle zu. Wow, wie ist denn das passiert? Die gehen alle zu dem Berg. Oder? Hier. Oh, das kann auch böse sein. Komm, komm. Okay. Okay. Also unsere Leute liegen. Ich helfe jetzt keinem. Gut. Kameradenschwein, zu sagen. Und unser Geschütz. Schießt es. 40 Kills. Also schauen wir mal. Okay. Bot. Also nicht alle sind Spieler. Okay. Und andere helfen uns anscheinend. Yo. Gekillt. Confusio. Kann uns jemand da aufgeben? Der Sani zum Beispiel. Wow, der schießt ja. Okay, der wurde gerade überfahren. Von dem. Wir können hier steigen bei den Kameraden. 5 Sekunden. Genau, wir lassen einfach den Techniker. Oder wir haben uns Panzer. Normal. Machen wir normal. Bisschen weit weg. Aber macht nichts. Oh! Na gut, vielen Dank. Bis dann.